freue ich mich auf einen Kaffee mit Stefan Ortega Moreno. Ja, Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns mal wiedersehen, wenigstens auf diesem Wege auf einen virtuellen Kaffee. Ja, Mahlzeit. Ich hätte dich natürlich, ganz ehrlich, ich hätte dich natürlich lieber hier bei mir in der Schüko Arena begrüßt. Wenn wir mal so ein bisschen vom Fußballplatz runtergehen, auf dich privat schauen, was machst du denn, damit die Anspannung auch mal ein bisschen von dir abfallen kann? Was tust du zur Entspannung? Ja, in der momentanen Phase nicht wirklich so viel. Also sonst bin ich natürlich gerne golfen gegangen, wo ich dann halt auch einfach mal ein bisschen fliegen kann, in der Natur bin, ja, die Ruhe und so, ja, die Natur genießen kann und einfach mal für mich sein kann. Das ist so ein, ja, Zufluchtsort von mir geworden. Hast du sonst noch irgendwie einen Lieblingsort in Bielefeld, wo du gerne Zeit verbringst, wo du dich gerne aufhältst? Auch vielleicht, um zu entspannen? Wir haben hier in Schildische ja auch relativ schöne Parks, wo man auch mal einfach rausgeht und spazieren gehen kann, um einfach auch mal rauszukommen, andere Menschen zu sehen. Dann natürlich die zwei Golfclubs hier in der Nähe, in Hoberge und in Halle, wo wir relativ oft sind. Ja, das sind so die Sachen, die mich jetzt ja, runterkommen lassen. Und natürlich, klar, einfach mal in die Stadt gehen, da durchzuschlendern, sich irgendwo hinzusetzen. Da gibt es ja auch das ein oder andere schöne Restaurant oder Café. Du hast gerade schon gesagt, um auch mal andere Gesichter zu sehen. Klar, ne, deine Teamkollegen, mit denen verbringst du viel Zeit. Hast du da so ein paar Leute, mit denen du gerne auch mal was privat unternimmst? Ja, eigentlich mit allen. Also es hat sich hier bei uns so eine kleine Clique mit den Mädels natürlich auch so ein bisschen herauskristallisiert, wo der Sebio mit bei ist, der Cello, der Briti und Flo Hartherz, wo wir uns jetzt vor Corona relativ oft auch immer mal getroffen haben, mit den Mädels zusammen was gemacht haben. Ja, dann haben wir natürlich so diese Golferrunde, wo der Quashi, Salgi und der Sadi Brunner mit dazugehören. Das ist natürlich dann auch nochmal so eine, ja, so eine Gruppe, wo wir uns öfter mal treffen und dann auch nach einer Golfrunde uns auch einfach mal ins Restaurant setzen, dort ein Bierchen trinken nach einer Abendrunde und auch einfach mal zusammensitzen und quatschen. Bist du ein Typ, der sowieso gerne unterwegs ist und der auch vielleicht ein bisschen mal gerne was von der Welt sehen möchte? Oder bist du eher so der Typ, der sagt so, jetzt gerade auch nach dem ganzen Fußball und Training, ich möchte jetzt mit meiner Freundin auf der Couch liegen? Bin ich schon eher ein Typ, der gerne die Welt bereist und versucht, neue Orte kennenzulernen und zu sehen. Ich will deine Zeit nicht viel länger in Anspruch nehmen, aber ich habe zum Abschluss noch so eine Schnellfragerunde für dich. Da würde ich gerne, dass du die Sätze beendest, die ich anfange. Mhm. Wir üben das einfach mal mit: am längsten vor dem Spiegel in der Kabine steht du selber. Nee, ich tatsächlich nicht. In der Kabine, muss ich sagen, könnte es vielleicht Andy Lokoki sein, weil der ja so ein besonderes Haar hat, das braucht ja viel Pflege und da muss das Outfit ja da auch immer richtig sitzen. Ja, würde mir spontan nur eher einfallen. Okay, Heimat ist für dich? Dort, wo ich Menschen um mich herum habe, ja, die mir zum einen Gutes tun, wo ich mich wohlfühle, ja, wo ich mich heimisch fühle, dann ist, glaube ich, der Ort für mich an sich egal. Deine aktuelle Lieblingsserie ist? Boah, auch schwer. Kann ich nur sagen, Modern Family. Haben wir auch letztens erst zu Ende geguckt. Ziemlich lustig. Ja, doch, kann ich auch nur empfehlen. Du nickst so, du hast sie, glaube ich, schon gesehen. Ja, ja, ist schon ziemlich cool und ziemlich lustig. Auf jeden Fall, ja. Dein größtes Ziel im Leben ist? Mein größtes Ziel im Leben ist, wenn ich später auf einer Veranda sitze, sagen, ich habe ein wirklich schönes und erfülltes Leben gehabt, ohne irgendwas zu bereuen oder irgendwas nachzutrauern. Das wäre so für mich persönlich mein größtes Ziel. Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand sehr interessante, sehr private Eindrücke, die wir von dir bekommen haben. Und ja, ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, dass wir uns auch persönlich dann mal wieder auf einen Kaffee treffen können.